Im Jahr 2016 war sie mit einer Atlas V-Rakete in Cape Canaveral zu ihrer Mission gestartet, die NASA-Sonde OSIRIS-REx. Ihr Ziel? Der Kleinstplanet bzw. Asteroid Bennu. Wir werden ungefähr 2 Jahre brauchen, um dorthin zu gelangen und 2018 dort ankommen. Wir werden etwas mehr als 1 Jahr damit verbringen, den Asteroiden aus einer nahen Umlaufbahn zu untersuchen. Dann werden wir versuchen, eine Probe von Bennu zu erhalten und sie 2023 zur Erde zurückzubringen. Von dieser Probe erhoffen wir uns ein besseres Verständnis dafür, wie unser Sonnensystem zusammengesetzt wurde. Bennu ist im Wesentlichen eine Zeitkapsel, die 4,5 Milliarden Jahre alt ist. Denn Asteroiden wie Bennu haben sich seit der Entstehung unseres Sonnensystems kaum verändert. Das Einsammeln der Gesteinsproben ist einer der spannendsten Momente der Mission. Denn dafür muss die etwa 6 Meter lange Sonde auf einer Fläche nur etwa so groß wie 3 Parkplätze landen. Die Steuerungssignale der NASA müssen dabei fast 300 Millionen Kilometer überbrücken und treffen mit einer Verzögerung von 16 Minuten bei der Sonde ein. Dass die NASA ausgerechnet Bennu erforscht, ist kein Zufall. Bennu ist einer der potenziell gefährlichsten Asteroiden mit einer nicht zu vernachlässigenden Chance, irgendwann im 22. Jahrhundert die Erde zu treffen. Und sollte es dazu wirklich kommen, dürfte es nicht schaden, möglichst viel über den Asteroiden mit einem Durchmesser von rund 500 Metern zu wissen.